Sehr verehrte Frau Ministerin Brandes, liebe Frau Schneckenburger, sehr geehrter Herr Professor Hilgert, lieber Markus, meine sehr geehrten Damen und Herren, einige von Ihnen werden das Bilderbuch von Leo Leoni aus dem Jahr 1967 kennen, Frederik die Maus. Frederik die Maus sammelt Sonnenstrahlen, Farben und Wörter, während die anderen Mäuse emsig für den Winter Körner und Nüsse einsammeln und so einen Vorrat für das Überleben in der kargen Winterzeit anlegen. Im kalten und langen und grauen Winter, so dann die Wendung in dem Bilderbuch, essen die Mäuse nicht die Körner und Nüsse, die gesammelt wurden, sondern laben sich an den von Frederik gesammelten Sonnenstrahlen und so können sie ihr Überleben sichern. Das Bilderbuch kann als ein Gleichnis dafür gelesen werden, dass das Leben nicht nur aus Materiellem besteht, sondern das Immaterielle, die Farben, die Wörter, das Licht grundlegend mit dazugehört. Eine auf den ersten Blick sympathische Vorstellung nimmt doch der Kulturbereich oftmals für sich in Anspruch, gerade die Seiten beim Menschen zum Klingen zu bringen, mehr zu sein als nur das tägliche Brot. Und das ist unbestritten auch der Fall. Wir haben es eingangs mit der, finde ich, wunderbaren, eindrücklichen Musik ja auch erlebt. Mit Blick auf das heute zur Diskussion stehende Thema wäre allerdings ein Frederik-Verhalten nach meiner Ansicht nicht ausreichend. Kunst, insbesondere das kulturelle Erbe, müssen natürlich bewahrt und geschützt werden vor Naturkatastrophen, vor Krieg. Es fällt mir immer noch ein bisschen schwer, das einfach so zu sagen, weil vor einigen Jahren wäre mir das gar nicht erst eingefallen, aber vor Krieg, vor Zerfall und Zerstörung. Ich bin daher der Kulturstiftung der Länder, insbesondere ihrem Generalsekretär Professor Hilger, sehr dankbar, dass er die Initiative für die Notfallallianz Kultur ergriffen und so viele verschiedene Institutionen hinter dieser Idee versammelt hat. Hochwasserkatastrophen, Frau Ministerin, Sie haben eben schon davon gesprochen, der letzten Jahre haben gezeigt, wie verletzlich unsere Infrastruktur ist. Der Klimawandel, insbesondere die Dürresommer der letzten Jahre, gefährden Parkkultur und historische Gärten. Der seit 2 Jahren in der Ukraine tobende Krieg war ein Weckruf. Krieg findet in unserer unmittelbaren Nachbarschaft statt. Kulturgüter befinden sich in unmittelbarer Gefahr, beziehungsweise werden gezielt zerstört. Es ist höchste Zeit, dass der Notfallvorsorge mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird. Daraus folgt, dass die Kultureinrichtungen folgende Aspekte noch mehr Aufmerksamkeit widmen müssen: der Sicherung ihrer Gebäude und ihres Bestandes, der Priorisierung ihres Bestandes, was im Notfall dringend gerettet werden muss, und was nicht. Eine zugegebenermaßen sehr schwere Aufgabe. Und die allgemeine Vorsorge vor Notfällen, damit Kunst auch in Krisenzeiten produziert werden kann. Die Corona-Pandemie mit ihren flächendeckenden, langandauernden Schließungen von Kulturorten hat gezeigt, dass dies eine ganz besondere Herausforderung ist. Das ist eine Aufgabe für alle staatlichen Ebenen. Die Kommunen, die Länder und natürlich auch den Bund. Neben den staatlichen Einrichtungen wie den Museen, den Bibliotheken oder den Theatern sind es aber auch die nichtstaatlichen Institutionen, die gefordert sind. Vielfach sind Vereine und Stiftungen Träger von Kulturorten. Sie müssen genauso vorsorgen wie die staatlichen Institutionen und dieses oftmals mit deutlich geringeren finanziellen Ressourcen. Umso enttäuschender ist es, dass im Moment geplanten Kritis-Dach-Gesetz
Kultur keine Rolle spielen soll. Schon im ersten Referentenentwurf des Kritis-Dach-Gesetz hat Kultur nur eine Nebenrolle gespielt. Der zweite Referentenentwurf des Kritis-Dach-Gesetz konzentriert sich nur noch auf die harte Infrastruktur wie Strom, Wasser, Energieversorgung, Straßen, Eisenbahn und Luftverkehr, Bargeldversorgung, Handel mit Wertpapieren, Versicherungsdienstleistungen sowie Dienstleistungen der Sozialversicherungsträger. Kultur kommt nicht mehr vor. Im, so hören wir es, bald herauskommenden dritten Referentenentwurf, der dann noch vor der Sommerpause im Bundeskabinett verabschiedet werden soll, soll Kultur nur noch in der Begründung letztlich als eine alleinige Aufgabe der Länder bei ihrer Schutzaufgabe genannt werden. Hier, und ich will das hier auch einmal so deutlich sagen, weil das, glaube ich, in den nächsten Monaten eine heftige kulturpolitische Auseinandersetzung werden wird, versucht der Bund, sich seiner Verantwortung zu erledigen. Denn dass Notfallvorsorge zuerst Aufgabe der Länder ist, ist vollkommen unstrittig. Es sollte aber auch unstrittig sein, dass gerade die finanziellen Aufwendungen, um die kulturelle Infrastruktur krisenfest zu machen, ohne die Unterstützung des Bundes nur schwer leistbar sein wird. Ganz im Sinne des eingangs angeführten Bilderbuchs von Frederik der Maus könnte man sagen, mit dem Kritis-Dach-Gesetz werden die Nüsse und Körner für das physische Überleben im Katastrophenfall abgesichert. Hierfür braucht es ebenso wie in den anderen gefährdeten Sektoren, etwa der Wasserversorgung oder der Finanzdienstleistung, der Risikoanalyse und Bereitstellung von Know-how und Material und vor allem der Ressourcen, damit zielgerichtet das kulturelle Erbe in Deutschland geschützt werden kann. Meine sehr verehrten Damen und Herren, bis zum Jahr 2026 muss eine neue Resilienzstrategie auch für den Kultursektor von Bund, Ländern und Kommunen unter Beteiligung der Zivilgesellschaft erarbeitet werden. Ich bin mir sicher, die plural aufgestellte Notfallallianz Kultur wird hierzu einen wesentlichen Beitrag leisten. Ganz besonders freue ich mich, dass so unterschiedliche Akteure, die Länder, die BKM, die kommunalen Spitzenverbände, die Stiftungen, die Verbände wie der Deutsche Kulturrat dabei sind. Wir werden uns als Deutscher Kulturrat dafür stark machen, dass die Notfallallianz ein verlässlicher Verbund wird, dass der gegenseitige Erfahrungsaustausch gestärkt wird, dass sich bei möglichen Katastrophen unkompliziert und unbürokratisch geholfen wird. Dabei, meine sehr verehrten Damen und Herren, hoffe ich, dass die Vorsorge, die wir treffen, anders als die Sonnenstrahlen der sympathischen Maus Frederik, nur selten benötigt werden. Oder anders gesagt, dass wir von Hochwasser, Kriegen und anderen Katastrophen hoffentlich weitgehend verschont bleiben. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.